Zart am Limit mit Laura Karasek. Heute das Thema Toleranz. Laura hält sich für super tolerant, aber ist sie das wirklich? Und was ist mit gesellschaftlicher Toleranz? Das sind unsere Gäste. Comedian und Moderator Aurel Merz kommt aus Stuttgart, kann aber sehr schlecht Schwäbisch. Direkt nach dem Studium hat Frank Elstner ihn entdeckt. Gut für uns. Seine Erfahrungen mit Rassismus verarbeitet er mit seiner schärfsten Waffe, Humor. Anastasia Biefang. Sie ist Oberstleutnant der Bundeswehr, leitet über 700 Soldatinnen und Soldaten und war schon mehrfach in Afghanistan. Und sie ist die erste Transgender-Kommandeurin in der Geschichte der Bundeswehr. Denn früher war sie ein Mann. Humor ist auch das Metier von Oliver Polak. Wer bei seinen Gags und Sprüchen auf Political Correctness hofft, der kann lange warten. Ossis, Juden, Katholiken und vor allem er selbst, alle kriegen ihr Fett weg. Wir sind gespannt, wer sich hinter den heftigen Pointen tatsächlich verbirgt. Herzlich willkommen zu Zart am Limit. Heute sind Toleranz und Rücksichtnahme wichtiger denn je. Die Menschheit steht vor einer sehr großen Herausforderung. Und ich wünsche Ihnen allen viel Kraft und viel Gesundheit. Wir sprechen heute über das Thema Toleranz. Und wir halten uns ja alle vier, glaube ich, für tolerant. Und wir wollen mal gucken, wer so der intoleranteste von uns Toleranten ist. Und dafür haben wir ganz Hightech und modern ein Toleranzometer gebaut. Und wir sind jetzt alle noch links. Das heißt, wir haben noch die volle Punktzahl an Toleranz. Aber da werden Punkte abgezogen. Also je nachdem, wer von uns in der Sendung was Intolerantes sagt oder wir spielen auch ein paar Spiele, dann kriegt ihr Punkte abgezogen. Können wir was gewinnen? Ihr könnt ein gutes Herz. Auf dich gezeigt. Das ist schon mal der erste Abzug, würde ich sagen. Der erste Abzug. Genau, eigentlich ist das schon ein Abzug. Ich würde mir einen Abzug geben. Aber du hast nur 8. Ich weiß nicht, wie lange du es dann in der Sendung schaffst. Und wir haben auch einen Buzzer. Das heißt, wenn irgendeiner von uns was sagt, was political incorrect ist, dann ruft ihr Laura Buzzer und dann haue ich hier drauf und dann passiert das. Ja? Also, wir fangen mal an mit Alltagstoleranz. Situationen, die jeder von uns kennt und die jeden so ein bisschen nerven. Ich habe ein paar Fragen für euch und ihr müsst sagen, ob ihr das aushaltet oder ob ihr ausflippt, okay? Also, der Partner schnarcht die ganze Nacht. Tolerant oder muss er ins Gästezimmer? Ich könnte sagen, das bin ich gewohnt, ne? Aber meistens höre ich es nicht, ich schlafe ja tief und fest. Du bist es gewohnt. Das hat sie jetzt gehört. Ist ja gar nicht so die Frage der Toleranz in dem Sinne, weil wenn der andere jetzt so laut schnarcht, dass es dich einfach so stört, dass du nicht schlafen kannst, dann würde ich nicht sagen, muss er ins Wohnzimmer, aber dann würde ich wahrscheinlich leise mein Kissen nehmen und rausgehen. Bei mir ist zum Beispiel so, ich schnarche wirklich enorm laut. Ja. Ich habe auch so Schlafapnoe, wirklich so nachts so Aussetzer. Aber ich müsste eigentlich so eine Maske tragen. Es gibt so eine Schnarchschiene, ne? Ja, nee, es gibt so eine Maske, die ich eigentlich tragen muss. Ich habe keinen Bock. Aber wenn ich mit der Maske schlafe, dann hast du dieses Gerät, so Also, das nervt dich dann wieder. Scheiße, ja. Ich glaube nur für Leute neben ist halt Schnarchern. Auch ein bisschen, bei so einem One-Night-Stand ein bisschen unangenehm. Du hast so diese Maschine da. Hey, Moment. Und dann, ja. Vor allen Dingen, andere flippen schon aus, wenn du deine Zahnbürste mitbringst. Weißt du, so, wenn du mit diesem Gerät da an zum Date schon ins Restaurant so, dann weißt du. Ja, ich dachte, falls ich bei dir schlafe, das ist meine Schlafapnoe-Maschine. Aber mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen, ich bin da nicht. Ich erwarte keinen Sex. Ich bin da ganz entspannt. Wenn ihr im Zug seid, das finde ich ist immer so eine Situation. Gut, ich sag erstmal nichts, aber mich regt da was mega auf. Neben euch ein Gast, der mega laut telefoniert. Was macht der Bluthochdruck? Ist leider krass nervig. Findest du es nervig? Ja, ist halt nervig. Also es ist halt nervig. Ich sage nichts, weil ich sage sowieso nichts. Ich beschwere mich jetzt nicht bei Leuten. Aber es nervt krass. Es sei denn, die Gespräche sind cringe und interessant. Genau, wenn du wo was Geilem zuhören, besser als ein Podcast, kann's ja, sein. Manchmal sind diese so unangenehmen Gespräche. Du weißt, der ganze Zug hört zu. Das ist dann schon ein bisschen witzig so. Aber es ist eigentlich nervig. Aber das ist auch die Methode, ne? Ich meine, wenn du dann so schön zuhören kannst, beim einfach genau hingucken und einfach mit ins Gespräch einsteigen. Vielleicht Tipps geben für die Unterhaltung. Irgendwann hören die auf zu telefonieren. Oder selber dann so noch lauter, weißt du? So ein Fake-Telefonat noch lauter.
ich finde, das Wort sagt es ja eigentlich schon, weil die Tatsache, dass ich etwas tolerieren muss, anstatt es einfach nur zu akzeptieren, zeigt ja schon, dass wir intolerant sind. Also die Ausgangsposition ist wahrscheinlich, dass wir grundsätzlich erstmal gestört von was sind, bis wir anfangen, es irgendwie anzunehmen. Genau. Das heißt, wenn wir uns schon fragen, ob wir es tolerieren, ist eigentlich ja schon eine Grenze überschritten, sozusagen. Absolut. Wie ist es im Flieger? Ein Kleinkind tritt gegen deinen Sitz die ganze Zeit? Rastet ihr aus? Oder? Ja, also. Wie seid ihr so mit Kindern? Das Kind wird sofort das Kind runtergespült. Ganz kurze Zündschnur, was Habt Kinder. Habt ihr auch immer so Angst im Flugzeug, wenn ihr abspült von diesem. Das Kind. Auch von diesem Geräusch. Ich gerade diesen Ball oder dieses, nee, aus dieses Spaß, Geräusch oder? Im Flugzeug, wenn du abspülst. Hat irgendjemand schon mal groß im Flugzeug gemacht? Ich glaub, wie tolerant sehe ich. Ich bin irgendwann angefangen, weil alle so, wie, du, weil alle so wie du mal gesagt haben, hat das damit, schon mal jemand gemacht? Ich dachte, angefangen. Das wäre verboten. Aber auf Langstreckenflügen, wo du auch ein bisschen mehr Platz hast in einer Toilette, das ist für mich wie so ein Panic Room, auch so eine Toilette. Ja, der Weg auf Partys, ey, wo es unangenehm ist, ey, sofort Toilette, Panic Room. Da bist du alleine, schließt du ab erstmal. Und das, eine Toilette ist super. Also Toilette als Panic Room sehe ich genauso. Also bei mir zu Hause überall. Aber auf so Flugzeugtoiletten kacken darf niemals. Wahrscheinlich ein anderes Thema. Wie ist es zu pinkeln im Stehen, wenn wir hier schon bei den schönen... Also ihr sagt irgendjemandem, der immer zu euch nach Hause kommt, hey, bitte nicht mehr im Stehen pissen und der macht's trotzdem. Ernsthafte Geschichte zu im Stehen pinkeln. Ich finde es zum Beispiel total assi, wenn du Freunde zu Besuch hast und dann sind da so Tropfen auf dem Ding. Weil selbst wenn du im Stehen pinkelst, kannst du es ja wenigstens abwischen. Aber was viele nicht wissen, es ist ziemlich möglich, dass man im Stehen pinkeln ohnmächtig wird. Und ich bin beim im Stehen pinkeln ohnmächtig geworden. Ich habe gepinkelt und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich würde das Leben aus dem Körper rauspinkeln. Und dann hatte ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich stütze mich ab oder ich ziehe die Hose hoch. Und weil ich mich entscheiden konnte, bin ich voll mit dem Kopf in die Toilette gefallen. Wie, warum? Wenn du ohnmächtig wirst, kannst du dich doch nicht entscheiden. Naja, ich wollte nachdenken. So, stütze ich ab oder ziehe die Hose hoch? Und dann bin ich in die Toilette gefallen und hatte ein blaues Auge. Und das ist, weil sich ich war nüchtern. Und der Blutdruck senkt sich so schnell ab. Durchs im Stehen pinkeln? Ja, das kann passieren, Männern, die im Stehen pinkeln. Und deshalb ist es gefährlich und deshalb hat es nichts mit Toleranz zu tun. Deshalb kann man es auch einfach lassen. Okay. Also, das haben wir doch schon ein Learning. Einen kleinen Lifehack von Aurel, oder? Ja. Wie ist es, wenn ihr Nachbarn habt, die immer abends laut Mucke hören? Und um 22:01, wer klingelt? Keiner. Wir gehen zur Party rüber. Wo lebst du, wenn ich fragen darf? In Berlin, Friedrichshain. Da ist andauernd laut, wir lieben das. Ich mach's ja genauso, also wir sind alle gleichsam tolerant für unsere Musik. Zum Glück lieben meine Nachbarn also auch. Also keiner hört da Andrew Lloyd Webber Musicals, oder? Wurde bei mir noch nicht vernommen. Ich glaube, da würde ich langsam intolerant werden. Also es kommt doch immer drauf an, auch man kann es, glaube ich, nicht so allgemein sagen, wenn du jetzt gerade mega krank bist oder hattest gerade eine Operation und du brauchst grundsätzlich Ruhe und dann hämmert's irgendwie nebenan, dann ist es ja normal, ne, dass du irgendwie... Das dann vielleicht dich ein bisschen mehr berührt. Aber ich glaube, so grundsätzlich ist das eben, dann ist mal bei einem die Musik lauter, beim anderen. Aber ich glaube, wenn das so ein permanenter Zustand ist, so eine Baustelle oder so, das ist dann, glaube ich, noch mal was anderes. Also wir sind alle situativ tolerant. Ja, man muss ja auch sagen. Lebensabschnittstolerant. Weißt du, so. Ja, total. Klar, nach einer OP, bei einer Grippe, bei Liebeskummer hast du keinen Bock, weißt du? Ich frage mich gerade, wer der Intolerante ist. Der runtergeht und sich beschwert oder derjenige, der Musik laut hört? Ist nicht der sich beschwert, eigentlich der Intolerante? Ich glaube, man sollte einfach so grundsätzlich bei Menschen so vielleicht, da fängt Toleranz an, dass man den Menschen so lässt, wie er ist und den so akzeptiert. Und ich glaube grundsätzlich auch in seinen Handlungen, ne? In seinen Handlungen einfach, dass man ihn einfach so lässt, wie er ist. Und ich glaube auch, je mehr du bei dir bist, grundsätzlich, ne, so, also schon alles wahrnimmst und so, aber desto du besser ist das, dass dir dann sowas vielleicht auch so viele Sachen einfach egal sind, ja. Also ihr habt ja alle auch so schon Erfahrungen oder wahrscheinlich Schlüsselmomente mit Intoleranz gehabt, nehme ich mal an, also. Naja, du hast hier, also komm, schau mal, wie du hier eingeladen hast. Ein Juden. Transsexuell, darf man das sagen? Ich darf Transe sagen, du nicht. Du selber darfst es sagen. Also, ich darf das sagen. Ist wie so ein Barwitz. Wir dürfen, ja. Und eine Blondine, weißt du. Wo ist das Pferd? Ja, wo stimmt? Wo ist der? Im Grunde genommen schon. Eigentlich sind wir gemeinsam so die traurigste Benetton-Werbung der Welt. Aber die toleranteste so. Vielleicht. Ne? Hey, ich habe noch Diabetes, also ich bin noch chronisch. Ich ja, ich bald. Ich habe Schlafapnoe, bald Diabetes. Wir sind, ja. Naja, was ich aber auch interessant finde, ist, wir sind alle intolerant.
wir verpesten, also wenn wir von diesen kleinen Situationen weggehen, ey, wir verpesten die Welt mit unseren Autos. Wir wissen doch genau, ne, dass wir die Welt zerstören. Aber wir denken, wir sind tolerant, wir sind intolerant. Wir kaufen unsere Klamotten in Bangladesch, die in Firmen hergestellt werden, wo Kinder aus Verzweiflung teilweise aus Fenstern springen, sich umbringen irgendwie. Unsere Handys auch, unser Benzin, mit dem wir die Welt verpesten, beziehen wir von Diktatoren und Despoten. Aber wir denken, wir sind so tolerant. Ich meine, so der blinde Irrglaube an unseren, wie soll ich das sagen, an exklusiven Wohlstand ist die Intoleranz gegen diejenigen, die sich das auch niemals leisten werden können. Und deswegen, also wir reden, also was ja vollkommen okay ist, über die kleinen Situationen, weil sie sind ja auch so ein Teil von unserem Alltag. Aber ich glaube, grundsätzlich sind wir sehr, 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 sehr intolerant. Aber ertappst du dich selber manchmal bei Dingen, wo du merkst, ich bin krass intolerant? Total, total. Ja, ja, jetzt gerade bei den Sachen, die ich gesagt habe. Ja. Ich also da, wo du einkaufst, dann denkst du, die Klamotten, die ich trage, die Turnschuhe, klar, das gilt total für mich auch. Also das ist nicht so die anderen, sondern ich bin total. Aber er für seine Ehrlichkeit. In gewissen Sachen. Selbst, also es gibt ja auch diesen schönen Satz, glauben Sie nicht alles, was Sie denken. Ne? Also sozusagen, man bescheißt man sich dauernd selbst und reden wir uns ein. Wir sind super großzügig, also im Sinne von nicht materiell, sondern im Sinne von Toleranz. Also erzählen wir uns das selber und sind wir es eigentlich gar nicht? Hey, mir geht's auf den Sack, wenn Leute schmatzen. Also... Und am Ende schmatzt jeder. Aber ich glaube, das ist die Frage. Punkt Abzug, ist das toll? Ja, auf jeden Fall. Meine Toleranz heißt ja ertragen. Und ich weiß gar nicht, ob das ein großes Thema ist, so jemand schmatzt mag oder nicht. Die Frage ist ja, wenn ich von Toleranz und Intoleranz rede, ist ja die Frage, wann grenze ich denn jemanden aus? Na, wann schiebe ich ihn denn zur Seite oder sie? Und das ist der Punkt. Ich habe ja vorher gesagt, ne, also, ich habe gesagt, ne, ich als Transe, ne, kriege ich auch in Berlin zu hören, ey, du Transe da hinten, da frage ich mich, da geht es mir gar nicht um Toleranz, sondern da geht es mir darum, warum werde ich eigentlich nicht akzeptiert für den Mensch, der ich bin? Warum kann man hier einfach nicht akzeptieren, was ja auch wertschätzend wäre? Weil meine Anwesenheit, mein Dasein nimmt ja keinem etwas weg erstmal. Ja, ich glaube, das ist der Punkt halt. Ne? Ob dann jemand schmatzt und ich leicht genervt bin oder wo mich immer aufrege, wenn in Berlin mal wieder einer die Spur wechselt, ne, ohne zu blinken, da kann ich mich kurz aufregen. Das ändert aber nichts an dem gesellschaftlichen Gefüge, was an. Da grenze ich keinen aus, da schiebe ich nicht jemanden ins Abseits. Erfährst du denn viel Intoleranz? Also wie würdest du sagen, ist so in Deutschland, wenn du jetzt sagst, hier Transgender, wie ist es im Alltag? Wie reagieren Leute auf deine Geschichte? Also die Frage ist erstmal nicht, habe ich viel Intoleranz oder viel Inakzeptanz erfahren? Das mit der Quantität ist schon so eine schwierige Sache. Aber so in meiner persönlichen Geschichte raus, in dem Punkt, wo ich mich entschieden habe, zu sagen, ich oute mich als Transsexuell, ich habe mein Coming-out und gehe dann meinen Weg dahin, was die letzten 5 Jahre so gedauert hat. Da habe ich wahnsinnig viel Akzeptanz und Unterstützung erfahren. Erzähl mal deine Geschichte kurz, Anastasia, von Oliver und Aurel. In ganz kurzer Fassung, ich bin 45 Jahre alt, seit 26 Jahren bei der Bundeswehr, bin nach dem Abi zur Bundeswehr gegangen, bin eingezogen worden damals, war ja noch die Wehrpflicht, habe mich dann für die Offizierlaufbahn beworben, bin zur Luftwaffe gekommen, seit 26 Jahren so dabei, ne? Und war zweimal in Afghanistan in der Zeit. Einmal nochmal, bevor ich Transition bin. Und wie lange in Afghanistan? Jeweils 7 Monate, also grob 14 Monate meines Lebens habe ich in Afghanistan verbracht. Aber hast du einen Unterschied festgestellt, wie Menschen dich behandelt haben? Naja, also, wie du wahrgenommen worden bist. Das kommt jetzt drauf an, ne? Ich sage immer so, also erstmal bin ich ja in einer Gesellschaft gewesen, wo Frauen einen anderen Stellenwert haben als bei uns, ne? Und dann kommst du als Frau dahin. Da wird dir schon anders begegnet, ne, von der Seite auf der afghanischen Seite. Und es ist schwer zu sagen. Ne. Es kommt ja nicht hinzu, ne, dass ich Frau bin. Ich bin ja auch noch eine transsexuelle Frau in der Wahrnehmung von vielen. Und da, wie gesagt, da muss man ja gewisse Vorurteile manchmal auch durchbrechen. Es gibt ja eine tolle Doku über dich. Und der Film, finde ich, zeigt sehr schön insgesamt, wie man von dem Punkt, das ist eine Meinung, die ich habe, zu anderen Erkenntnissen kommt, wenn man, ich sag mal, im positiven Sinn konfrontiert wird mit einer neuen Situation, mit neuen Menschen. Und da wachsen wir alle dran. Das ist auch das, was ich da sehr stark erlebt habe. Ich bin 2017 in dieses Bataillon gekommen, habe es übernommen, habe da grob knapp 700 Soldatinnen und Soldaten, für die ich verantwortlich bin. Und natürlich hatten die Fragen dazu, wer kommt denn da jetzt an? Ne? Die erste Transsexuell-Kommandeurin der Bundeswehr. Ne? Es wurde ja schon viel über mich geschrieben vorher, deswegen konnten auch viele eine Meinung zu mir haben, weil einfach medial ein bisschen schon über mich zu lesen war. Und dann bin ich halt in dieses neue, ich sag mal, Umfeld gekommen. Aber so nach 2 Monaten hat man dann gemerkt, die ist ja doch nur ein Mensch. Ja. So ein bisschen, ne? Schön, aber es war so der Punkt, auf einmal war nicht mehr dann der Punkt, also da ist jetzt die Transsexuelle
Frau da, sondern da ist jetzt einfach nur die Frau, die seit 26, oder in deinem Zeitpunkt war es ja 3 Jahre vorher, sagen wir, seit 25 Jahren in der Bundeswehr ist und doch die Sachen kann, die alle erwarten. Sie ist doch Soldat und sie ist doch Offizier, was wichtig für die Soldatinnen und Soldaten war. Und das ist halt wichtig. Ne? Also die Begegnung, eine offene Begegnung, jemanden zu haben. Das ist, was ich manchmal wünsche. Das, aber das sind die Menschen gegenüber, du kennst ja sozusagen beide Seiten, als Mann und als Frau, sind sie, kriegt ein Geschlecht mehr Intoleranz ab oder ist das Transgender das, was am meisten Intoleranz abkriegt? Das ist schwer zu sagen. Ich sage immer, ich will mir auch nicht aus der Frage rausstehlen. Wir nehmen ja alle Unterschiede wahr, wie Männer und Frauen behandelt werden als solches. Jetzt, ich hatte mal die Unterhaltung mit meiner Frau gehabt und die hat mal gesagt, Motto, dein Vorteil ist einfach, dass du ja männlich sozialisiert bist und du ganz die ganzen Spielregeln der Typen kennst. Mhm. Und ich verhalte mich ja immer noch so, in Anführungsstrichen. Also ich lasse mich in eine Ecke stellen, ich warte nicht, bis mir jemand fragt, sondern ne, ich bin weiterhin durchsetzungsstark und willfährig und weiß, was ich möchte und mach das. Da muss halt der ein oder andere mit klarkommen, dass das jetzt ne, aus der Wahrnehmungsperspektive Frau kommt. Das ist aber nicht mein Problem. Das wäre das. Auch eine Frage von mir an dich gewesen. Mit deiner ganzen Historie und wie du auch sagtest, dass du dich erst mit 40 dafür entschieden hast, das offen zu leben. Du identifizierst dich ja jetzt nicht als transsexuell, du identifizierst dich doch als Frau, oder? Ich bin Frau, ja. Und wie lange vorher hast du für dich selber angefangen, dich als Frau zu identifizieren? Oh Gott, ich glaube, ich habe dieses Thema mit 16, 17 in meinem Kopf angefangen. Da habe ich das gemerkt, dass ich irgendwie ein bisschen anders ticke. Hat halt noch lange gedauert, bis ich den Schritt dazu gewagt habe. Muss ich es jetzt traurig finden, dass es dann 24 Jahre gedauert hat? Richtig. Oder ist es ein Prozess, der das für dich wert war? Es hat einfach bei mir 24 Jahre gedauert, bis ich dahin gekommen bin, zu dem Schritt. Und offensichtlich war der für mich notwendig. Wenn ich aber gucke, warum ich mich mit 40 erst geoutet hatte, ne, ja, und nicht schon mit 22, 23, 24, zu dem, was ich in mir fühlte, da war natürlich relativ viel, das fing in den 90ern an, wo ich dachte, dieses gesellschaftliche Klima ist nicht gerade sehr fördernd und akzeptierend für das, was ich in mir empfinde. Also den Weg zur Frau zu gehen und zu sagen, ich bin transsexuell, hatte ich so nicht erfahren. Da war auch sehr viel gesellschaftlicher Wandel. Ich hatte immer das Gefühl, muss ich ja dafür rechtfertigen, für so wie ich bin. Ich muss mich erklären, anstatt dass einfach jemand sagt, ah, ich verstehe dich, akzeptiere dich, geh deinen Weg. Das wäre viel einfacher gewesen. Und die Erfahrung hatte ich so früher nicht gehabt. Ich weiß auch nicht, ob die heute schon so ist. Ich habe immer noch das Gefühl, dass man sich mal sehr stark erklären muss. Aber es wird besser. Also es ist viel mehr Wissen darüber, es ist deutlich mehr Bildung, es sind Beratungsangebote da. Das ist dann. Und trotzdem, immer wieder läufst du durch Berlin durch und kommt, ey, Transe. Denke ich auch so. Und Transe, das ist jetzt aber nicht nett von dir, denke ich mir immer. Aber so. Genau, also reagierst du darauf? Ich rufe dann intolerant, du Arschloch. Wobei das eigentlich richtig ist. Ja, das ist ja richtig. Ja, muss man auch machen. Ne? Also irgendwann, ne, geht es mir auf die Nerven, dann kann ich dann auch sehr vokal und laut werden. Jetzt ist es aber auch so, wir haben ja schon drüber gesprochen, Toleranz hat auch ihre Grenzen. Also das, was Oliver auch vorhin angesprochen hat, ne, so wo hört die Freiheit des einen auf und fängt meine Freiheit an? Also ne, das ist ja auch immer so eine Abwägung. Es gibt ein schönes Zitat, tolerant ist man nur, solange das eigene Interesse nicht betroffen ist. Stimmt ihr dem zu? Oder kann man das gar nicht so, weil du schüttelst gerade, du bist gerade... Nee, ich glaube... Du willst auf jeden Fall was sagen. Ich glaube, es ist schwer, da so eine allgemeingültige Aussage zu treffen. Also ich habe das Gefühl, wir sind alle zwangsläufig reflektierte Menschen, wo wir schon drüber nachdenken müssen. Also Olli und ich sind Comedians, das heißt, wir müssen ständig uns selbst hinterfragen und setzen uns dieser Hölle aus, in der wir sowieso die ganze Zeit gejudged werden, ob unsere Witze okay sind. Anna, aufgrund ihres Lebenswegs, ja, ist natürlich in der Form reflektiert und weil sie selber wahrscheinlich auch dann manchmal Intoleranz zu spüren bekommt und so weiter. Deshalb ist es, glaube ich, für uns schwer zu beantworten. Die Frage ist eher, wie sie irgendwie die Masse das sieht. Und da würde ich sagen, dass aber immer... Aber die Masse ist ja auch nicht die Masse. Nee, genau, die Masse weil ist auch nicht zu mir die Masse. Kam auch mal jemand und sagte, hey Olli, wir Juden finde ich nicht lustig. Habe ich gesagt, ja okay, wie viele Juden bist du denn? Das ist so, es gibt eben, wie du sagst, es gibt nicht die und das, sondern ja. Ich glaube, das ist der Anfang irgendwie zu sehen, dass jeder... halt, was vielleicht das auch komplizierter macht, aber ja. Jeder hat ja zu allem eine Meinung. Ich meine, ich habe ja Erfahrungen gemacht. Komischerweise, bis ich 40 war, konnte ich oben ohne rumlaufen, hat keine Sau gestört. Ne? Ich war jetzt nicht wirklich gut durchtrainiert. Irgendwie seit der Transition sagt mir jeder, ey, deine Brüste darfst du nicht zeigen. Und ich sage, warum nicht? Ne? Warum objektifizierst du mich? Ne? Warum ziehst du mich in den Bereich rein? Und warum ist es denn? Was ist denn dein Standpunkt dazu? Was stört dich denn daran? Da
Da kommt meistens nur, es gehört sich nicht oder das macht man nicht. Das macht man nicht. Das sagt man aber genau. Ja, aber ich liebe das auch, dass es immer, aber findest du nicht, das ist bei Frauen mehr als bei Männern, dass es immer kommentiert wird, wie man rumläuft, wie man aussieht? Es wird total kommentiert. Das sagt ganz schön viel über unser Frauenbild aus, was wir haben. Und deswegen finde ich den Punkt, den Aurel sagt. So viel Haut darf man aber nicht zeigen. Genau, was man alles nicht darf. Von der Anwältin bist du aber ganz schön geschminkt. Oder als Frau. Das ist ja alles nur relativ. In dem Alter sollte man das aber nicht. Das ist noch viel besser, genau, was mit Alter alles nicht mehr geht. Also genau, was da alles nicht mehr geht. Aber wie du sagtest, also meistens sind ja die Äußerungen, die einem entgegengebracht werden, ja eher, ich sag mal, Wahrnehmung, wo man sagen kann, in dieser Äußerung entdecke ich mehr über dich als der mir was sagt, als was du mir über mich total sagst. Es gibt dazu, und deswegen ist das so wichtig. Ne? Reflektieren heißt, den eigenen Standpunkt erstmal erkennen und fragen, warum denke ich denn so? Und dann kann man hingehen. Und natürlich haben wir irgendwo alle in uns drin, ich sag mal, Bereich, wo ich sage, oh, das nervt mich. Und dann stelle ich mir die Frage, warum nervt mich denn das? Und vielleicht komme ich dann zur Erkenntnis zu sagen, das ist es gar nicht. Und solange wir wegkommen von Sachen, das ist deins, das ist meins oder du bist so und das ist schlecht, wo wir in diese Ausgrenzungsthematik kommen. Ne? Ich gegen die anderen oder du gegen die anderen. Dann kommen wir gar nicht weiter. Und dann kommen wir, glaube ich, nie zu dem wertschätzenden Teil. Ne? Weil eigentlich brauche ich keine Erlaubnis, um so zu sein, wie ich bin. Ich möchte einfach nur wertgeschätzt werden, dafür da als Mensch, wie ich bin. Wenn ich mich wie ein Arschloch verhalte, dann sagt mir das einfach. Wenn ich dir auf die Füße trete und Gefühle, dann sagt mir das einfach. Aber einfach sein und existieren, das Recht sollte sein, das sollte ich dann auch wertschätzend sein. Und da müssen wir eigentlich hinkommen. Wie ist das bei euch so, habt ihr Intoleranz erfahren am eigenen Leib oder im... Ich bin Schwabe in Berlin. Das ist tough. Nein, also ja, natürlich. Also ich meine, gut, ich glaube, Olli und ich sind zwei öffentliche Personen, die im Internet leben, also die viel im Internet sind. Und im Internet kriegt man die größte Intoleranz entgegen, die man sich vorstellen kann. Das ist, das kommt mit dem Geschäft. Aber auch klar, natürlich, wenn du aufwächst in Stuttgart und du hast einen schwarzen Vater und dann am Anfang schnallt man nicht so richtig, was das Problem der Leute ist. Bis sie dann das N-Wort gegenüber dir und deinem Vater benutzen und so weiter, dann denkst du dir schon, okay, was läuft hier schief? Und du musstest erstmal lernen, was das eigentlich bedeutet, weil grundsätzlich, ich habe tatsächlich lange gar nicht gemerkt, was Rassismus ist oder so, weil ich keine, weil für mich diesen Grund keine nicht Rolle gab. Genau, ich habe mit, meine Schwester sah so aus wie ich, mein Vater ein bisschen dunkler, das heißt, und meine Mutter weiß, das heißt, für mich gab es keine verschiedenen, das klingt jetzt doof, aber tatsächlich gab es für mich als Kind keine Hautfarben. Aber dann irgendwann merkte man schon, dass es da einen kleinen Unterschied in der Auffassung der Leute gibt. Mir hat mal jemand ins Gesicht geschlagen und gesagt, geh zurück auf deine Bananenplantage, was tatsächlich... Im Ernst? Ja, tatsächlich, sowas ist passiert. Kriegt ihr auch so richtig dumme Fragen? Also sowas wie, keine Ahnung, nach dem Motto, also wirst du dann zum Beispiel aufgehört, woher kommst du denn eigentlich? Also, ne, dass Leute so... Weil ich sagen muss, viele stört das ja sehr. Ja. Die Frage stört mich gar nicht so arg, weil ehrlich gesagt, Ich bin ein komischer Mix. Also die Leute sind ja neugierig. Die wollen ja wissen, was ist denn jetzt dieser Mix irgendwie. Und deshalb finde ich das gar nicht so schlimm. Ich finde das fast eher ein Kompliment, weil es zeigt mal, dass du nicht so aussiehst wie jetzt jeder oder was die gewohnt sind. Und im Endeffekt ist es für viele Leute auch ein Konversationsstarter, wenn ihnen gerade nichts Besseres einfällt, rauszufinden, woher kommt jemand. Ich mache das tatsächlich. Ich bin auch sehr neugierig, woher Leute kommen. Mich interessiert es dann auch regional, woher die kommen, woher kommt der Dialekt. Und deshalb kann ich dieses Interesse da schon verstehen. Naja, was ich irgendwie interessant finde, ist auch nochmal, dass oft auch manchmal Gruppen oder so, die sehr viel Toleranz fordern, selber auch total, oder Gruppen oder Menschen intolerant sind. Ich kenne jüdische Familien, die sagen, hey, du darfst nur jemanden auch Jüdischen heiraten. Oder dann gibt es ja auch Dicke, die Dünne richtig hart diskriminieren. Und ich habe, vielleicht habt ihr die Antwort, ne? Woher kommt das, dass das so extrem ist? Ich glaube, es ist Selbstschutz. Und manchmal ist es, habe ich auch so das Gefühl, so ein geistiges Missverständnis. Weil zum Beispiel, ich bin mal durch so ein österreichisches Kaff gelaufen, weil ich habe in Österreich studiert gehabt. Und da waren Kroaten an einem Stand, die sind dann immer sehr die FPÖ, die rechte Partei vertreten, aber auch Schwarze, die sich dann für die rechte Partei einsetzen. Und weil die denken, sie sind so integriert und sie wollen ihren Status quasi bewahren, dass sie selber zu Rassisten werden. Die sagen, nee, die müssen draußen bleiben, weil die sich selber von ihren eigenen Leuten abgrenzen wollen, müssen, um sich quasi zu sichern in ihrem eigenen Verständnis. Ja, also Kompromissbereitschaft gehört ja irgendwie auch zur Toleranz. Kann man das irgendwie Menschen beibringen? Kann man die bekehren?
es hängt ja stark damit zusammen, von gegenüber was die intolerant sind. Also jemand, der gegenüber Hautfarbe intolerant ist oder gegen Religion oder gegen Sexualität. Ja? Identität. Sexuelle Identität. Ja. Vielen Dank. Also mir wäre es natürlich für die Gesellschaft sehr wichtig, ja, dass diese Person sich in irgendeiner Form läutert oder die Welt ein bisschen anders sieht. Aber grundsätzlich, wenn das deine intrinsische Motivation ist, ein sexistisches, religionsfeindliches Arschloch zu sein, dann kann ich dir nicht helfen. Mhm. Wäre es nicht da genau der Ansatz, weil du sagst, dann kann ich dir nicht helfen, wäre nicht genau, also wenn man sagt, Toleranz ist wichtig, genau da der Punkt, wo man eigentlich sagt, also wie mit dem Coronavirus zum Beispiel, ne? Das hat jemand und dann steckst du zwei an. Die zwei stecken dann auch wieder Leute an. Wäre es nicht so, dass man das so mit der Toleranz versuchen müsste, dass du selber sagst, hey, ich bin eben, ich will Toleranz, mhm, und genau in so einem Moment eigentlich dann sagt, hey, dass man den vielleicht aufklärt oder wenn man irgendwie was nachgerufen bekommt oder so. Also ich verstehe total, dass man sagt auch so, ey, fick dich. Aber wäre nicht vielleicht genau der Weg dann eigentlich so, das Gespräch. So, ja, wenn man da, ich verstehe auch total, wenn man da keinen Bock drauf hat, aber eben, dass man Toleranz eben wie so ein Virus einfach versucht auch zu verbreiten. Ja, total. Also es wäre so ein positiver Akzeptanzvirus, ne? Das wäre nicht schlecht, ne? Ich suche immer so ein bisschen die Kommunikation. Ich hatte mal so ein Erlebnis, war natürlich in Berlin, laufen mit einem Freund durch die U-Bahn, wollen da über den U-Bahnsteig gehen und hinter uns ruft jemand her, Homophobie, Homophobie. Da wusste ich gleich, okay, ich kann jetzt einfach weitergehen und einfach, ist doch egal, weil offensichtlich nicht. Nein, ich bin stehen geblieben. Mein Freund meinte... Und es war H.P. Baxter. Nee, ganz so schlimm war es nicht. Entschuldigung. Komm, lass uns weitergehen. Wir brauchen jetzt hier nicht Mitternacht noch Ärger irgendwo am Hermannplatz. Ne? Ich bin da hingegangen, bin zu den beiden Jugendlichen gegangen und gesagt, pass mal auf, zwei Sachen. Erstens, das, was ihr gerade gesagt habt, sagt mehr über euch aus als über uns. Und zweitens, ich glaube, ich erkläre euch mal gerade, was ihr gesagt habt, weil ich habe hier als Bildungsbürger auch einen Bildungsauftrag mit euch. Homophobie ist kein Schimpfwort. Nee, ne? Geil. Aber der Punkt, das wäre eine Krankheit oder so. Nein, aber der Punkt einfach ist einfach entsprechend mal da. Sie meinten es ja anders, ne? Ja. Und geraten dann an mich, die dann einfach nicht weitergeht, sondern stehen bleibt und sich umdreht. Und das mache ich eigentlich, versuche ich mal fast immer zu machen. Also ich weiche auch wieder einer Konfrontation aus, weil ich sage, das ist immer so ein Zugang, ne, zum Bereich zur Kommunikation. Das, wie du so achtest, ich habe gesagt, brauchst du ja keinen Intoleranzpunkt zu geben, nur weil du gerade, ich sag mal, einen falschen Begriff genommen hast. Da kann man in so ein Gespräch einsteigen. Ne? Ja. Ich bin sehr, sehr froh, dass ihr da wart. Ich bin froh, dass ihr so offen über Toleranz und Intoleranz mit mir gesprochen habt. Der Rechenschieber sagt jetzt, naja, ich stehe auch nicht so günstig da, aber Aurelia hat verloren. Anastasia ist die toleranteste. Wir sind nur intolerant. Naja, das war ich ja nur. Ich bin der Jüngste. Ich habe noch viel. Du bist zu lernen. Du hast noch viel vor dir. Ich bin übrigens immer für Toleranz und wem das nicht passt, dem haue ich auf die Schnauze. Bleiben Sie immer ein bisschen zart, bleiben Sie immer ein bisschen am Limit und vor allen Dingen in den heutigen Zeiten bleiben Sie bitte besonnen, rücksichtsvoll und gesund. Das war Zart am Limit, der Podcast mit Laura Karasek. Immer donnerstags bei ZDF Neo und dienstags als Podcast.